Eric Mangini bekommt ein weiteres Jahr, in dem er versuchen darf, die Browns zu einem NFL-Team zu machen. Immerhin hat Cleveland in den letzten 4 Spielen eine Siegesserie hingelegt, die General Manager Mike Holmgren veranlasste, Mangini diese Chance zu geben. Rich Gannon scheint immer noch an den Oakland Raiders zu hängen. Wie sonst ist es zu erklären, dass er sich jetzt zum Affen machte? In einer Radioshow bot er den Faders seine Hilfe an. Der Quarterback wurde in der Saison 2002 zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt, dem letzten Jahr, in dem Oakland eine positive Saison ablieferte. Seitdem hat das Team in keiner Saison mehr als 5 Spiele gewonnen. Gannon möchte nun als Berater bei den Raiders mitwirken, doch die Antwort, die von den Losern kam, war eindrucksvoll. Vielleicht ist es Rich, der Hilfe braucht, fragte John Herrera, ein Mitarbeiter des Clubs, zurück. Über diese Antwort zeigte sich Gannon schockiert und versicherte, dass er nie mehr seine Hilfe anbieten werde. Plexico Burress versucht, vorzeitig aus dem Knast zu kommen. Zur Erinnerung. Der Ex-Wide Receiver der Giants wurde wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt, nachdem er es geschafft hatte, sich in einer Disco selber ins Bein zu schießen. Jetzt versucht er, eine Erlaubnis zu bekommen, außerhalb der Mauern seiner Arbeit nachzugehen. Damit dürfte er den Großteil der Strafe zu Hause unter Aufsicht absitzen. Doch das Gesuch wurde abgelehnt und Burress muss weiter gesiebte Luft atmen. Bei den Cowboys konnte DeMarcus Ware nicht am Training teilnehmen. Er gehört zu den Spielern, die Verletzungen auskurieren, wie Marion Barber, Mark Colombo und Tashard Choice. Wer gegen die Eagles fehlen wird, steht noch nicht fest, da zum Beispiel Ware nicht so schwer verletzt ist, dass er ausfallen wird. Die Colts gehen mit Matt Stover anstelle von Adam Vinatieri in die Playoffs. Vinatieri gilt als einer der besten Kicker der NFL in Situationen, in denen es wirklich darauf ankommt. Allerdings musste er während der Saison am rechten Knie operiert werden und ist noch nicht wieder völlig hergestellt. Beide Kicker bleiben im aktiven Kader und Indy kann sofort von Stover zu Vinatieri wechseln, wenn es sein muss. Kurt Warner macht den Brett Favre und überlegt, ob er nach der Saison seine Karriere beendet. Oder nicht? Oder doch? Der Mann, der vor seiner NFL-Karriere Supermarktregale auffüllte, spürt, dass seine biologische Uhr immer lauter tickt. Es wäre für ihn natürlich leichter, diese Entscheidung zu treffen, wenn er mit den Cardinals den Super Bowl gewinnen würde und er damit der erste Quarterback würde, der mit 2 verschiedenen Teams die Vince Lombardi-Trophäe holte. Aufatmen bei den Spielern, die nicht am Pro Bowl teilnehmen können, weil sie im Super Bowl spielen müssen. Niemand muss zum Sozialamt gehen und Unterstützung beantragen, denn die NFL wird diesen Spielern die volle Prämie ausbezahlen, die sie auch als Pro Bowl Teilnehmer erhalten hätten. Noch sind 57 Pro Bowler im Rennen um den Super Bowl aktiv. Arizona stellt 4 Teilnehmer, Baltimore 5, Dallas 6, Green Bay 3, Indianapolis 6, Minnesota 9, New England 4, New Orleans 5, die New York Jets stellen 3 Teilnehmer, Philadelphia 7 und San Diego 5. Lediglich von den Cincinnati Bengals wurde kein Spieler in den Pro Bowl gewählt. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.